Es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Denn ich habe eine abartige Mod entdeckt und die werden wir heute einmal ausprobieren. Denn mit dieser Mod ist es möglich, jederzeit und überall andere zu schwängern. Deswegen habe ich mich als männlicher Single Sims aufgemacht, um jegliche Frau in anderen Familien zu schwängern. Allerdings wissen die Männer davon nichts und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn die komplette Nachbarschaft mit Kuckuckskindern von mir bestückt ist. Oh, hat es, es hat einen Riesenschädel. Oh, oh mein Gott, es hat den Riesenschädel vom Vater, ey. Wie diese reagieren, wenn wir am Ende ein großes Aufeinandertreffen machen. In Form einer Party. Wie die Sims also darauf reagieren und die anderen Familien, wenn sie merken, dass ich der Vater bin und ob sie das überhaupt tun, das siehst du in dieser Folge. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch und über weitere perverse Experimente, die wir machen können. Wir starten einmal los mit der Sims Kuckuck-Challenge. Auf, auf! So, hier seht ihr jetzt einmal die Übersicht. Hier haben wir einmal ein Pärchen. Da läuft es schon lange nicht mehr, habe ich gehört. Hier auch wieder ein Pärchen. Die haben ein kleines Kind. Da müssen noch mindestens zwei dazukommen, aber von mir. Hier haben wir noch jemanden, auch mit dem kleinen Kind. Da können auch noch ein paar Kinder dazukommen. Ihr seht also, ich habe viel zu tun. Deswegen lasst uns anfangen, in die Befruchtungsphase zu gehen. Das bin übrigens ich. Das ist einfach mein männlicher, mein weiblicher Sim in männlich umgeswitcht. Ich habe den Leg Day geskippt für den gewissen Riss und die Schultern extra breit gemacht. Also ich glaube, den kann man nicht widerstehen. Na, guckt euch mal diese Kusslippen an. This is a man's world. Sieht einfach nur richtig abartig aus. Vor allem mit dieser Fishcam so. Da kann doch keiner Nein sagen, oder? Wenn sowas vor eurer Tür steht. Ich bin gerade übrigens live. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Die Community hat im Chat und ist mega horny. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal direkt die erste Family hier direkt besuchen, weil wir wollen ja echt eigentlich einfach nur uns vorstellen. Also wir haben ja gar keine bösen Absichten. Das ist ja normal, wenn ich irgendwo neu eingezogen bin. Gar keine bösen Gedanken dabei. So, da stehen sie doch auch schon. Oh, wow. Hallo, freundlich vorstellen. Vergiss das Balk. Guck mich an, Girl. Ich hab die nicht erstellt, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Guck mal, die ist schon richtig offensive. Schau mal, wie die mich anschaut. Ich spür den Riss. Oh, guck mal. Die ist schon richtig. Ich spür's. Wir wollen auch gar nicht lange drum rum machen, oder? So, Girl. Gehen gleich mal in die heiße Phase. Was sagst du dazu? Ich bin fruchtbar und hab Geld. Guck mal, das reicht schon aus. Verdammt. Ich gehe direkt zur Sache, aber ich habe noch nicht mal das Haus geöffnet. Deswegen sehen wir jetzt gerade nichts. Aber der Mann ist auch gerade nicht da, ne? Das ist ja das Geile. Der Mann ist nicht mehr im Haus. Oh, der Mann ist da! Der Mann ist da! Der Mann ist oben! Unten! Oh mein Gott. Ich bin aber auch von hinten rein. Der Mann hat mich nicht mal gesehen. So, guck, jetzt klopfe ich erstmal an, weil dann ist es offiziell. So, jetzt habe ich die Frau geramst und jetzt kann ich rein. Guten Tag! Das ist frech. Oh, warte mal, da ist noch eine. Wer ist denn das? Ich bin jung, wild und brauche die Frauen. So. Gossip. Pimmels. Habe ich gerade Pimmels gesagt? So, wir gucken jetzt mal. Ein Techtelmechtel in der Dusche hört sich doch gut an. Wuhu on the spot. Oh, was? Ah, Bogendrill. Oh mein Gott. Leute, das macht man in meiner Welt so. Oh, das ging jetzt aber ab. Boah, das findet sie aber gar nicht cool, die Silvia, ne? Oh, die Silvia ist jetzt enttäuscht, ne? Schaut mal, die ist so richtig sauer, denkt sich, du dummes Schwein. Ich dachte, ich bin was Besonderes. Fragen, ob du der Vater des Kindes von Silvia bist. Ist sie schon schwanger? Okay, Silvia, ich habe nicht viel Zeit, weil hier sind noch so wie andere Chars, die ja gepult werden wollen und die den Riss haben. Bist du schwanger? Ist es meins? Oh. Die ist richtig sauer. Silvia, jetzt mach nicht so ein Drama. Boah, Silvia, es tut mir so leid. Entschuldigen im Bett. Mit der Schwangerschaft versuchen. Da hat die bestimmt Bock jetzt drauf. Oh nein, Silvia, bitte. Nein, Silvia sagt ja. Nein, Silvia, du bist doch zutiefst traurig. Nein, und ich renn schon vor. Oh, ich bin so eklig. Und der Mann steht mit dem Kind vor der Haustür. Als würde er schon wissen, dass er rausgeschmissen wird. Und er ahnt schon was. Oh nein, Silvia, what are you doing? Silvia. Es wurde nicht verhütet. Hier haben wir ja noch jemanden. Ey, die dreht um, weil sie mich sieht. Ich schwänge jetzt alles, was hier rumläuft. Hi, Girl.
Ich mach's mal ganz kurz und knackig. Die Menschheit stirbt aus. Das stimmt halt überhaupt nicht. Körperlich in. Was ist denn ein unkonventionelles. Ey, einfach zu viel Girls. Oh, die hört voll zu und die ist so richtig traurig und denkt sich, seid so eklig, wo bin ich denn? Oh, die hat's voll mitgehört, das ist richtig unangenehm. Scheiße, in welche Nachbarschaft bin ich denn hier reingezogen, ey? Genau, meine Reaktion, wenn ich sowas mit. Ich mach's auch noch in dem Bett von ihr. Ich bin so ein ekelhaftes Schwein einfach. Ich hoffe, Silvia kriegt nichts mit. Silvia, nein, Silvia, tu dir das nicht an, Silvia. Silvia, du bist... Oh mein Gott, Silvia. Kann ich noch mal irgendwo anders hinreisen? Wo war ich denn noch nicht? Ah, hier, die sehen noch nett aus. Ach, guck dir zwei kleine Kinder. Oh, da fehlen noch drei, und zwar von mir. Ach, guck mal, wie respektvoll. Guck mal, wie respektvoll. Das hat er richtig gut gefallen. Und zwar so gut, dass wir es direkt mit der Schwangerschaft versuchen. Girl, es geht dich nichts an, wie alt ich bin. Lass es uns einfach tun. Oh, es ist ja schön, dass die Frauen immer bereit sind. Der Mann sitzt auch schon hier. Also ich sehe aber echt nicht mehr comfortable aus. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Rolle. Aber hey, Augen zu und durch. Let's go, die Socken sind schrecklich, Girl. Den Mann stört's auch nicht, ne? Leb du nur in deiner kleinen Scheinwelt, wo deine Kinder dir noch gehören. Die Zeiten sind nämlich bald vorbei, mein Freund. Denn hier wird gerade Neues produziert. Ich hoffe, die sind alle schwanger geworden jetzt. Und das bedeutet, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass die trotzdem, während ich meine 4-5 Tage lebe, tragen die ihre Kinder aus, oder? So, ich muss jetzt erstmal mich um mich selber kümmern. Das war heute anstrengend. Kann nicht mehr laufen. Genauso würde ich auch aussehen. So, wir gehen direkt mal zur nächsten Family. Da war ich schon. Boah, da geht's aber richtig. Oh mein Gott. Da geht's ja richtig zur Sache. So, als allererstes mal freundlich vorstellen. Hey, du bist der Ficker aus der Nachbarschaft. Hat sich schnell rumgesprochen. Ja. Hey, wer bist du denn eigentlich? Es ist, glaube ich, Zeit abzuhauen. Ich glaube, da hat jemand die Polizei gerufen. Lauf! Ich muss mal kurz speichern. Nein, die bringen mich, glaube ich, um. Was wollt ihr denn, ihr Irren? Boah, weil die fremdgegangen ist. Los, hau ihn alle rein! Girl, du schaffst es! Let's go! Mach ihn fertig! Ich bin ein echter Mann. Ey, die verprügeln die übel. Was war das? Mal davon abgesehen, dass du gerade voll aufs Maul bekommen hast. Hi, ich bin irgendwer. Willst du ein Kind haben? Du kannst auch kurz die Haushalte mit den Frauen spielen und die Kinder kommen lassen. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. Gucken, ob die schwanger ist. Schwangerschaft und Familie. Schwangerschaftsstatus von Silvia. Schwangerschaft beenden. Ah, ich bin schwanger, oder? Was ist, wenn ich jetzt gebär? Was kommt raus? Er ist voll entsetzt, wo das Kind herkommt. Also ich bin schwanger, ne? Vorname, es ist auf jeden Fall Gnubert. Kucks Kind 1. Oh, der kleine Gnubert ist da. Oh, schaut ihn euch an. Oh, guck mal, da kommt die nächste Schwangere. Nice. Guck mal, der Vater kommt sogar auch, sein Kind. Der ist voll entsetzt. Der kommt sein Kind besuchen, auch noch wie frech. So, dann begrüß doch mal bitte dein Kind. Oh mein Gott, der macht sogar. Oh mein Gott, das ist wirklich meins. Und sie denkt so, oh Gott, hoffentlich checkt mein Mann nix. Okay, schmeiß ihn raus. Okay, ciao. Er rennt voll raus. Oh Gott, ey. Wollen wir mal die Kinder aufwachsen lassen, dass die nicht mehr im Babyalter sind? So. Also wenn du zum Baby sagst, werd erwachsen, dann passiert das. Okay, was will denn das Kind? Das Kind muss auf jeden Fall wie der Vater zappelig sein. Wow. Oh, es hat aber doch noch viel von der Mutter, ne? Muss ich schon sagen. Du liegst auf einmal auf dem Boden. Okay, geil, hat geklappt, Mann. Guck mal, was bei der nächsten abgeht. Jetzt gebären. Bam! Okay, let's go. Die Venen haben eingesetzt. Wird Zeit für eine Naturgeburt, Kinder. Schaut zu. So, und da ist es schon. So, es ist auf jeden Fall... Ist es ein Mädchen? Ist ein Mädchen. Nutrun. Kucks. Kind Nummer 2. Oh, sieht aus wie der Vater. So, Babypflege. Wir geben dem Kind jetzt Wachstumshormone, damit es alles ein bisschen schneller geht. So, das Kind will auf jeden Fall sonnig sein. Das sieht mir aber jetzt schon verdammt ähnlich, ne? Der Riesenkopf. Das Kind ist einfach von mir schon in diesem Waschkopf an. So, dann reisen wir mal. Da.
Die sind dann auch kinderlos, die wünscht sich doch bestimmt was. Aber zuerst klopfen wir einmal an die Tür, denn wir sind ja ein wahrer Gentleman. Da wird erstmal angeklopft. Guten Tag, die Samenspende ist hier. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, ich bin ein Fremder aus der Straße, der sich gerade durchschnackselt. Sie sind die Nächste. Ja, das nenne ich mal aus einem Jahr an, oder? Super, speichere ich gleich mal die Nummer ein. Nummer 10. Ja, Bucketlist to do. Girl! Oh, die ist richtig ready. Guck, die macht sie sogar schon warm. So, Girl. Du und ich, Snoo-Snoo, wollen machen jetzt. Ja, guck mal, so leicht geht es, Leute. Wird deinen Mann bestimmt nicht stören. Ah. Es wurde nicht verhütet. So, weiter geht's. Mein Bodycount ist einfach hundertstellig. Gebären, let's go. Let's get ready for the next battle. Ich weiß, dass es nicht mein Sim ist. Es ist okay, weil ich bin Poli. Einfach mal das Kind vorhin hingeplatscht. Na, wo kommt das denn her? Na, endlich. Es ist ein Junge. Nubert. Kind 3. Wuhu! Ach, da ist es. Oh, es ist so hässlich. Es ist definitiv nicht meins. So, Kind, kannst du bitte älter werden? Okay, bitte kein Moschkopfkind. Oh, da ist es. Oh, hat es den es hat den Riesenschädel. Oh! Oh mein Gott, es hat den Riesenschädel vom Vater, ey. Jetzt schon eine Tüte aufgezogen, damit keiner sie erkennt. Oh, Girl. Oh, let's get ready to rumble! Woo! So, es wurde nicht verhütet. So, wen hatten wir denn noch nicht? Auf ein Grundstück einladen. Die Nancy ist schwanger, die Claudia, die hat es dann doch auch noch nicht bekommen. Die haben alle Tüten auf. Was ist denn das? Wieso steht das Bett da? Jetzt weißt du warum. So, waren wir hier? Die, ne? Die da. Was? Ja, sie ist schwanger, oder? Ich kann jetzt einen Test machen. Ja, jetzt gebären. Boah, der wieder wächst, der Bauch. Boah, du bist aber fett geworden binnen Sekunden. Wie konnte denn das passieren? Okay, jetzt haben wir einmal. Es ist ein Junge. Gnubert, der Dritte. Guck, guck's. Kind 4. Es waren nur Blähungen, genau. Er freut sich noch. Nein, er weint, weil er weiß, dass es nicht seins ist. Doch irgendwie freut er sich schon. So, gucken wir mal, ob es wieder so ein Moschkopf wird. Und? Nein. Doch, oder? Ist es ein Moschkopfkind? Nee, ist normal geworden, oder? Hat es einen Riesenschädel? Nee, es hat einen normalen Kopf. Verdammt. So, hier haben wir den. Die muss ich noch. Wenn ich die Leute einlade, kommen dann eigentlich auch die... Hallo. Katrina, ich wollte mitteilen, dass ich gerade Vanessa, ein wunderschönes Mädchen, zur Welt gebracht habe. Okay. Ich sag einfach nur okay. Mal gucken, ob es jetzt da ist. Ich sag einfach nur okay, wenn es sonst nichts ist. Also irgendwie ist es da. Da ist es doch. Ach, da liegt's. Oh mein Gott. Es ist da, aber es hat doch nicht mal einen Namen. Es heißt einfach Vanessa links. Das wollte ich aber nicht. Oh, jetzt bin ich rausgebounced. Fühl's stark. Und? Es ist kein Moschkopfkind. Ach, schade. Du hast nicht den wunderschönen Kopf deines Vaters. So, jetzt machen wir unser 6. Kind, Leute. Let's go. Dann haben wir die ganze Nachbarschaft durch. Guten Tag, werte Dame. Jasep. Bimbis. So funktioniert das. So, und dann direkt beim Handy spielen. Sie findet mich richtig scheiße, glaube ich. Aber mit einer Schwangerschaft? Okay, ich muss wieder von hinten rein, weil ich nicht geklopft habe, verdammt. Es ist immer das gleiche Szenario, ey, und der Mann chillt da drin, das ist so geil. Ich muss mal an der Tür... Ich glaube, es hat geklappt. Der Mann da hinten, der dreht komplett durch. Dann gehen wir doch einmal rein in die gute Stube. Es passiert. Oh oh, Houston, we got a problem. Nubu, Snoo, der geht jetzt, weil er sich denkt, damit habe ich nichts zu tun. Ja. Lauf, Bro, lauf! Okay, es ist auf jeden Fall ein Junge. Das heißt, Nubert, der 5. ist auf jeden Fall Kuckuckskind Nummer 6. So, mal gucken, ob das jetzt von ihm ist. Oh ja, es hat den Riesenkopf. Es hat den Riesenschädel vom Vater, ey. Oh, yes. Oh, geil. Ich muss los. Danke! Es ist Zeit für die Konfrontation. Wir haben jetzt ja tatsächlich 6 Kuckuckskinder hier auf die Welt gesetzt. Wir gehen schlafen und dann laden wir morgen alle ein. Dann morgen. Eine Tanzparty, eine Hausparty, die Saftparty, Geburtstagsparty, Ranchtag, Techtelmechtelparty. Oh, ein Ort. Jetzt kann ich auch noch eine Oh, wie kannst du richtig knallen lassen? Ja, ich will auf jeden Fall alle mit, die ich kenne. Meine Kontakte. All in this together. Kommt noch so ein bisschen Frischfleisch dazu. Ein Big Party hier. Okay, los geht's. Woo! Wenn man eine Familie einlädt, muss man die Kinder mit einladen oder bringen die Eltern automatisch die Kinder mit, weil diese Kinder sind ja gar nicht dabei. Das sind die Kinder.
Wo stehen wir? Oh mein Gott. Was zur Hölle passiert hier? Oh mein Gott. Okay. Okay. Geht's noch mal kurz nach Hause? Oder ich geh jetzt einfach mal zu... Sie hatte doch Moschkopf-Baby. Und guck mal einfach, wie die reagieren. Geht's einfach mal zu der, weil die hat ja auch ein Kind von mir. Oder hier, die hat ja Mr. Moschkopf-Baby. Oh, das ist wirklich mein Kind. Wieso haben die denn alle Tüten auf dem Kopf? Wo ist denn mein Mr. Moschkopf-Kind? Ah, da hinten. Mal gucken, wie redet er denn eigentlich mit mir? Respektvoll vorstellen. Ist er nicht irgendwie sauer? Ich kann ihn gar nicht sagen, dass es mein Kind ist, oder? Nö, ich glaube, ich kann es gar nicht sagen. Ich will aber mein Kind haben. Das ist mein Kind. Schaut euch doch mal diesen Moschkopf an. It's mine. Tschüss. Wenn du mal groß bist, wirst du genauso ein Moschkopf wie ich. Okay, Leute, also die Sims reagieren nicht wirklich, wenn man jetzt ganz viele Kinder irgendwie in die Welt setzt und dort chillt. Die Männer sind sehr entspannt und die Frauen auch nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, über die Mod das denen jetzt zu erzählen. Und das werde ich jetzt machen. Ich bin die einzige Frau, die es beichten wird. Oh Gott, jetzt sagen wir es. Oh. Der Partner von Forrest hat gerade gestanden, mit einem anderen ein Techtelmechtel gehabt zu haben. Was soll Forrest tun? Gib der Beziehung von dem Partner eine Chance. Es ist schmerzhaft. Lass das Schicksal entscheiden. Die sind zusammengeblieben, oder? Forrest bittet Sylvia, eine Pause ihrer romantischen Beziehung einzulegen. Wir haben eine Trennung, nein! Ja, Leute, so kann es kommen. Das geschieht ihr aber irgendwo auch recht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den Stammbaum an, was wir hier so auf die Welt gebracht haben. Das ist nämlich schon definitiv beachtlich. Wir haben einfach mal, oh Gott, wir haben 7 Kinder auf die Welt. Oh mein Gott. Okay, 7 Kuckuckskinder. Das nenne ich mal heftig. Also man kann über den Mod, den Partnern das alles beichten, wenn die Sims so sonst zusammen sind. Reagieren sie nicht wirklich drauf. War aber sehr, sehr lustig. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über sehr viel Daumen nach oben, Abo und weitere Challenges, die ihr als Idee habt, unten in die Kommentare sehr freuen. Und ganz wichtig, Leute, immer schön verhüten, vorsichtig sein. Was wir hier im Spiel machen, ist nur ein Game und ein Test. Ich hoffe, dass ihr das auch wisst. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in der nächsten sehr verrückten Sims-Challenge. Wenn es mal wieder Zeit für so ein Video ist. Jeder guckt dir gern zu. Yeah. Ey, you know, oh, oh. Du tust sie jedem gut.